Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, in der letzten Folge sind wir einmal um die Insel herumgeschwommen. Dann hatte ich versucht gehabt, hier irgendwie hochzukommen, aber ist nicht möglich. Jetzt ist die Frage, komme ich da hinten überhaupt so drum herum? Ist das überhaupt möglich oder so? Weiß ich nicht. Würde ich gerne aber mal versuchen. Ja, auf jeden Fall. Trinken wird knapp. Ich hoffe nur noch auf einen Regen, damit sich die Schildkröten-Dings da, das Schildkrötenpanzer hier, mal auffüllen kann. Damit wir hier auf offenem Meer nicht verdursten. Aber wir können wieder Musik aufspielen. Nee, geht nicht mehr weiter. Hä? Was denn jetzt? Hat er sich einfach mal ein Foto angeguckt von Timmy? Nee, geht hier nicht mehr weiter. Hier ist Ende. Dann müssen wir zurück. Hier ist also Ende der Karte. Jo. Das wird ein weiter Weg. So, und wird nie wieder Zeit zu essen. Wie jetzt? Verdorben? Oh nö. Mein Fleisch ist verdorben. Will ich dann nicht mehr essen. Ich habe Angst. Dann esse ich lieber die. Das ist aber jetzt echt scheiße, dass Essen verdorben ist. Da müssen wir gleich irgendwie schauen, dass wir schnell nach Hause kommen.
ein bisschen was zu essen kriegen und zu trinken. Wir müssen jetzt mit dem Floß den ganzen Scheißweg, den ich mir jetzt angetan habe, zurückschippern. Ah, was habe ich mir da nur angetan? Ah, verdammt. Da rennen sie wieder. Kuckuck, hier bin ich. Frage mich eigentlich, wie viele gibt es denn von denen hier auf der Insel? Da kommen sie noch mehr. Nochmal drei Stück. Ich frage mich wirklich, wie viele Ureinwohner gibt es noch auf dieser Insel? Kuckuck! Hey! Hier bin ich! Da ist noch einer. Noch ein Gollum, da hinten. Fünf Einwohner sind gerade hier. Oder war knapp. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Der ist jetzt verkohlt. Das gute Fleisch. Na, essen will ich jetzt nicht. Verdorben und verkohlt. So. Dum 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 dum. Ich glaube, den muss ich jetzt essen. Ein. Okay, weil es verkohlt ist, passiert da nichts. So, wieder Durst, müssen wir Alkohol trinken. Interessant, wie riesig diese Insel ist, wenn man genau überlegt.
Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Was schreit ihr so? Schnauze da hinten. Prügeln die sich oder wie? Ja, hau am besten ab, genau. Dum 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 dum. Und wieder dunkel. Ah, herrlich diese Nacht. Ja, diese Folge machen wir auch ein bisschen länger, bis wir zu Hause ankommen. Resten. Habt ihr das gehört? War es ein Vogel oder ein neues Monster oder so? Ne, ist ein Vogel. Das wäre jetzt bitter gewesen, ein neues Monster, das hier durch den Wasser mir versucht zu kommen. Das wäre jetzt bitter auch, wenn die Ureinwohner jetzt so Wassermonster hätten. So, wir machen dann dum 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 dum.
Jo, gleich habe ich auch schon alle meine Vorräte verbraten. Da wir auch schon wieder am Hungern sind. Ich hoffe nur, dass wir gleich irgendwie noch rechtzeitig an so einen Schildkröten-Spot kommen. Wird das eine ewige Heimreise. Wir müssen den ganzen Scheißweg, den ich hierhin geschippert habe, diesen kompletten Scheißweg da nochmal zurück. Wir müssen jetzt exakt auf die andere Seite der Insel hier. War nicht gleich irgendwo da hinten ein Schildkröten-Spot? Irgendwie Schildkröten, das sind immer die letzte Rettung. Wenn wir die jetzt finden. Nein. So, Proviant haben wir noch. Jetzt nichts mehr. Und eins davon. Aber langsam könnte es auch anfangen zu regnen. Hätte ich nichts dagegen auf jeden Fall. Ein paar Schildkröten. Ich will nach Hause. Müssten wir schon auch langsam da? Ja, da sind Schildkröten. Docken wir eben kurz an. So. Aua. Ja. Komm. Erste zwei Fleisch.
Da gibt es noch mal zwei. Hier liegt noch vom letzten Mal eine tote Schildkröte. Ja. Haben wir auch noch mal zwei. Dann haben wir fürs. Oh, komm, komm. Oh, komm schon. Digga, kann doch nicht sein. Wow. Digga. Oh. Wurden wir von einem Hai attackiert. Scheiße. Ich mir... Boah. Ja, und die Vögel hier lachen mich aus, genau. Scheiß Vögel. Boah. Und ich wurde so oft schon von Freunden und so weiter vorgewarnt, so, dass ich aufpassen soll wegen den Haien. Aber wenigstens von meiner Rüstung nichts kaputt gegangen. Kam das unerwartet, wirklich. Bestimmt ihr alle, die das auf YouTube schaut, so, ihr habt das alle schon gewusst, so, dass das früher oder später passieren wird. Aber für mich war das jetzt so unerwartet, dass er sofort kommt. So, immerhin wird es jetzt wieder hell. Ja, Möwe, lach mich nicht aus. Vor allem auch, ich war auf einmal irgendwie so weit unten unter Wasser. Hatte keine Ahnung, wo ich war, auf einmal jetzt war. Wo es nach oben geht oder so. Und da frage ich mich, hat er mich versucht runterzuziehen? So hat er mich gezogen? Weiß ich nämlich gar nicht. War auf jeden Fall ein richtiger Schrecken. So, die brauche ich nicht. Moment mal. Ups. So, musste einmal kurz Mikro ausmachen, damit ich hier husten konnte, damit ihr nichts davon hört.
Boah, aber das mit dem Hai, ey. Aber geil, dass die da sowas auch mit drin haben. Und geil, dass wir das jetzt auch einmal erlebt haben, von einem Hai attackiert zu werden. Ja, ich frage mich aber auch, warum wir ganz am Anfang auf unserer Insel, wo wir da immer hin und her geschwommen sind, nie von dem Hai attackiert wurden. Ich war nicht einmal 10 Sekunden im Wasser. Der hat mich sofort attackiert. Und nicht einmal 5 Sekunden schon am Schwimmen. Ja, es gibt gleich was zu trinken. Gibt gleich was zu trinken. Ich huldige euch, ihr Regengötter. Ich hatte jetzt ganz kurz die Panik gehabt, dass es im Regen aufhört. Scheint aber nicht voller zu werden. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ah, ein paar Pixel kommen da schon. Hallo? Wollte schon sagen. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hab Durst. So, ich schmeiß noch mal eine Schildkröte rein. Wir fahren derzeit weiter. Und es hat aufgehört zu regnen. Und wir haben nichts. Wir haben nichts zu trinken. Gar nichts. Ja. Oh nein. Okay, hier kommen wir schwer vorbei. Bleibt irgendwo hängen andauernd. Ich glaube, die Regengötter hassen uns.
Und es hat nicht einmal nachgeladen oder so. Ja, wir werden ganz klar verdursten auf offenem Meer. Obwohl, wir sind doch gleich schon da hinten beim Boot. Ja, das ist der Spot, wo der Boot ist. Genau, da ist der Boot. Das Boot. Dann können wir einmal die Flagge da ändern. Weil weiß, glaube ich, bedeutet, dass der gar nicht angezeigt wird. Dann machen wir hier eine rote Flagge für eine potenzielle Siedlung. Kein Hai. Ändern wir das mal auf Rot. Scheiße. Komm. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Oh. So. Dann sehen wir den ja. Dann können wir hier so eine Art Hafensiedlung oder sowas machen. So einen geheimen Spot oder so. So ein Zwischenversteck. Dann kann man Steinwegen auch noch die ganzen Siedlungen da von uns hier miteinander verknüpfen. Er wird gut aussehen auf jeden Fall. Ich werde wir machen. Spiel noch mal was ab. Dum, 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 dum. Nein, ja. So, musste wieder mal kurz husten.
So wird dieses Mal auch eine etwas längere Folge. Ich würde sagen, wir machen wahrscheinlich erstmal so, bis wir entweder zu Hause sind und unser letztes bisschen Alkohol. Ja. Oder wir machen einen kleinen Zwischenstopp beim Boot. Wir müssen auch gleich, glaube ich, dahinter irgendwo sein. Müsste, glaube ich, auch schon langsam da sein, glaube ich. Ich hoffe es zumindest. Dann können wir ein bisschen was an Snacks und Getränke hier aufstocken. Die Hand aufstocken. Denn das, was wir auf Tasche haben, das reicht nicht. Da werden wir ganz klar verhungern und verdursten. Auf dem Weg nach Hause. Und das wäre nicht so gut. Dann landen wir wahrscheinlich wieder in einer dieser Höhlen. Wenn wir Glück haben. Und wenn wir Pech haben, sind wir vielleicht komplett down. Komplett tot. Und dann müssen wir den letzten Speicherstand laden und da. Boot! Da ist das Boot. Proviant. Gib gleich wieder Proviant. Nachschub. Das heißt, wir sind nicht mehr weit von zu Hause auf jeden Fall. Da ist noch ein weiter Weg, natürlich, auf jeden Fall. Aber nicht mehr so weit. Weit sind wir denn jetzt eigentlich von zu Hause? Ja, wir sind jetzt da unten. Nicht beim Anker. Der Anker, da. Was war denn der Anker? Keine Ahnung, aber. Eigentlich den südlichen Teil der Insel haben wir schon gut erkundet, muss ich ehrlich sagen. Es ist nur noch der nördliche Teil, der fehlt. So, Husten fängt bei mir wieder irgendwie richtig an. Tut mir leid. Aber ich würde sagen,
Vielleicht machen wir es so, dass wir in der nächsten Folge noch mehr Knochenrüstung sammeln. Und dann in der darauffolgenden Folge versuchen wir mal, den nördlichen Teil ein bisschen mehr zu erkunden. Und wer weiß, was wir für Höhlen und so weiter noch finden. Immer diese Möwen. So, kurz bevor wir beim Boot da ankommen, eben noch schnell was zu essen. Jo. Nur noch ein. Und hier auch noch mal ein. Und wir haben nichts zu trinken. Und Fleisch. Rauch dich. Komm schon. Habe ich gerade irgendwie nicht gerafft, was gewesen ist, was passiert ist. Bin süß, wie die da stehen. Wohl. So. Ich glaube, wir können jetzt unser Proviant hier wieder nachfüllen. Das auch so, um darauf zu springen? Ja. An den Dingern zwar ja, aber alles andere nein. Will da rein. Megan Cross. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart zu dieser kleinen längeren Folge. Ich meine, haben wir einen Haiangriff überlebt? War ein ordentlicher Schock für mich. Aber ich meine, haben wir es überstanden. Okay, hier ist noch ein Seil, die ich auch nie mitnehmen kann. Und hier ist noch ein Seil. Drei Seile gibt es hier. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.